Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu diesem neuen Video. Diesmal, wie ihr seht oder wie ihr am Titel gelesen habt, geht es um die neue PlayStation 4 Software bzw. Firmware. Ich habe jetzt hier drauf die Software 4.5.0 Beta 3. Und ich möchte euch mal einen kurzen Einblick geben, was euch in der neuen Software, wenn sie denn als richtige Software released wird, erwartet, auf was ihr euch freuen könnt, was schön ist, was jetzt nicht so schön ist. Da wünsche ich euch schon mal viel Spaß. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. So, und wir fangen mal an. Also, so das Grundmenü seht ihr ja, den Hintergrund nicht wundern, das ist jetzt neu. Wir können unseren eigenen Desktop-Hintergrund machen, sozusagen. Das zeige ich euch gleich auch, wie das funktioniert. Wir fangen aber vorne an. Und zwar PlayStation Plus ist genau da geblieben, wo es vorher auch war. Dann haben wir Menü. Das, also so, die Menüpunkte sind alle gleich. Bloß wenn wir jetzt bei Menü, sage ich schon, Mitteilung reingehen. Mitteilung sieht jetzt so aus. Es steht alles wahllos untereinander. Wenn man eine Einladung zu einer Party hat, Freundschaftseinfrage, Anfrage, Gruppe und alle drum und dran. Muss ich jetzt persönlich sagen, hat mir vorher besser gefallen mit den verschiedenen Punkten an der Seite, wo man dann runtergehen kann und die einzelnen Dinge abhaken kann oder sich angucken kann. Wie gesagt, fand ich vorher besser. Wenn ihr jetzt aber direkt zu Download oder so wollt, ein bisschen haben sie verbessert, finde ich. Also wir können jetzt hier die Optionstaste drücken, dann erscheint dieser Balken und da kommen wir direkt zu Downloads. Da seht ihr das, ich habe Software, also Systemsoftware Version 4.5.0 Beta 3. Ich habe angefangen mit Beta 2, heute kam Beta 3. So, und dann haben wir auch noch Uploads, da können wir uns die Uploads angucken. Und wir haben auch den obersten Punkt Mitteilungen. Da können wir jetzt direkt unsere Mitteilungen freischalten, die wir, ja, während wir zocken, während wir die PlayStation anhaben, sehen möchten. Also ich habe Nachrichten ausgeschaltet, ich habe Freundschaftsanfragen ausgeschaltet, Aktivitäten habe ich ausgeschaltet, Einladung ist noch an, dass ich Einladung direkt auch annehmen kann zum Spiel, wenn ich mich mit Leuten verabrede. Pop-up habe ich auch angelassen, wir könnten auch ausschalten und dann kommt gar keine Pop-up-Nachricht, egal welche. So. Und dann haben wir halt hier unten dann auch noch Download und so weiter, Upload habe ich auch angelassen, dass ich halt sehe, wenn was ist, aber Communities werde ich mal rausnehmen. Spielbenachrichtigung lassen wir an, Trophäen lassen wir an, Zuschaueranfragen lasse ich auch an, Event lasse ich an, aktuellen Titel, wenn ich selber spiele, also wenn ich alleine spiele, ohne zu streamen, kann ich halt auch Spotify benutzen und das lasse ich halt auch an. Blockierte Szenen, das lasse ich auch an, das ist wichtig, dass ich sehe, was blockiert ist. Ja, das reicht auch soweit. So, dann haben wir hier unten alles, wie ihr habt, wir können halt Ordner erstellen. Da hat sich jetzt nicht wirklich was geändert. PlayStation Store ist auch alles gleich geblieben. Dauert jetzt ein bisschen was länger. Wir haben aber hier Neuigkeiten. So. Hier kann man jetzt in Neuigkeiten kann man direkt jetzt Bilder veröffentlichen und Freunde taggen. Also ich kann jetzt hier einen Kommentar schreiben, Peter Korb, kann ich ihm jetzt was schreiben, logischerweise. Oder wenn ich jetzt hier ein Bild hochlade von meiner Platin-Trophäe zum Beispiel, das habe ich noch nicht gemacht, also das habe ich noch nicht getestet, könnte ich jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt eine Online-Trophäe war, mit der die letzte, die mir gefehlt hat, könnte ich jetzt zum Beispiel ja, den Blue Hunter zum Beispiel auf diesem Bild taggen, dass der halt da bei dieser Trophäe mitgemacht hat, dann kann man auch direkt zu seinem Profil kommen. Das habe ich aber noch nicht getestet. Aktivität teilen, das ist nämlich dieses hier. Ja. Und da könnte ich jetzt die Aktivität bei mir teilen von ihm und könnte noch einen Kommentar drunter schreiben. So. Freunde ist alles gleich geblieben. Da hat sich jetzt nichts geändert. Community hat sich nichts geändert, soweit ich weiß. So. Und PlayStation Party hat sich was geändert.
Und zwar, wenn ich jetzt eine Party erstelle, ihr seht, die Party ist jetzt hier auf Privat für, machen wir mal, für zwei Spieler und erstellen. Da kann ich jetzt seit der Beta-Software dieses nachträglich nochmal ändern. Also ich muss jetzt nicht die Party beenden. Ich kann, so, gehen wir mal raus, ich kann den Party-Modus jetzt direkt hier einstellen und könnte jetzt hier nochmal sagen, Privatmodus nicht, ich mache öffentlich und ja, dann werdet halt auch öffentlich. Ich glaube, mit den Spielern kann man auch nochmal ändern, wie viele Spieler. Maximale Anzahl an Personen, genau, da können wir dann jetzt zum Beispiel auch auf 8 wieder hochsetzen. So, diese Party verlassen, ja, so. Also wir brauchen jetzt nicht mehr Party verlassen und eine neue Party machen. Wir können die Party-Einstellung jederzeit wieder ändern. Nicht wundern, ich bin auf Offline gekennzeichnet, weil sonst wäre ich mit Nachrichten zugebombt. Deswegen bin ich auf Offline. So, ich habe hier schon, das kann man ja, konnte man ja schon vorher machen, mit dem Bild oben ändern. So, und jetzt zeige ich euch mal, was richtig, richtig geil ist. Als erstes Geräte. Wir haben jetzt hier USB-Speichergeräte. Und da können wir jetzt raufklicken. Ach, scheiße, ich habe jetzt nichts dran. Ich könnte jetzt zum Beispiel. Wo haben wir denn jetzt meinen scheiß verkackten Stick? Ach, ich hatte meine Festplatte. Ich habe hier so viel Scheiße rumliegen. Mal gucken, ich hatte hier irgendwo eine Leere. Moment, ich mache mal kurz Pause. So, ich habe mir mal meine Festplatte rausgesucht. Ich habe nämlich extra eine externe leer gemacht. Ich habe noch eine kleine mit 293 oder so MB. Die werde ich jetzt anschließen. So, jetzt habe ich die Festplatte angeschlossen. Und wenn wir dann hier oben auf Speicher gehen, müsste mir jetzt eigentlich über 2 Terabyte angezeigt werden. Nee. Ich habe nämlich noch keine große Festplatte. Ich habe das noch nicht testen können, leider. Darauf freue ich mich ja schon. Ich will mir nämlich eine große noch bestellen. Ja, die muss eigentlich formatiert werden. Eigentlich sollte die anerkannt werden und dann wird die formatiert und dann soll die wohl funktionieren. Oder ist das überhaupt eine USB 3.0 Festplatte? So, jetzt hat er das endlich angenommen, die Festplatte. Auf dem unteren USB-Port, auf dem oberen hat er sie nicht genommen. Und da stand da, dass das Format nicht unterstützt wird. Logischerweise. Und da seht ihr, das ist eine 320 GB Festplatte. Da können wir jetzt draufklicken. Erweiterter Speicher, formatieren. Du kannst Anwendungen im gespeicherte Daten, Screenshots, Videos werden hier doch.
Nur im Systemspeicher. Anwendungen im erweiterten Speicher installieren. Anwendungen sind Apps, Spiele, das alles. Aber Screenshots und Videoclips werden auf dem Systemspeicher. Also wenn ihr die normale PlayStation 4 habt, also das erste Modell, also bevor die Pro und die Slim gab, oder die Slim, da geht es nur auf einem USB-Port und bei mir ist es jetzt der ganz linke, warte mal, doch, der, nee, der ganz rechte. Der, der am nächsten am Laufwerk dran ist, sozusagen, das ist glaube ich 1, der geht nicht. So, und jetzt seht ihr, dass das formatiert wurde. Da steht dann auch Format PS4. Wir können das auch als externen Speicher beenden, Inhalt verwalten. Und da kommen wir dann automatisch, logischerweise, hier oben wieder hin zum Speicher. Und jetzt seht ihr praktisch oben den Systemspeicher. Das ist der, ist die interne Platte und dann haben wir den erweiterten Speicher. Die Berechnung dauert jetzt natürlich ein bisschen was länger und hier seht ihr, hier ist 0. So, und wir können dann eigentlich Anwendungen, was nehmen wir denn da am besten? Nehmen wir mal neu, so. Hoppala. In erweiterten Speicher verschieben. So, dann können wir da das markieren. Ich mache jetzt mal nur ein Spiel, verschieben. Bist du sicher? Ich bin sicher. So, das dauert jetzt natürlich etwas länger, weil das sind, was war das nur eh, waren, boah, 36, schieß mich tot, Gigabyte. Und die schiebt da jetzt natürlich auf die externe Platte. Es ist dann auch möglich, wenn wir diese externe Platte formatiert haben und als erweiterten Systemspeicher für die PlayStation benutzen. Wenn wir im PlayStation Store sind und ein Spiel uns dort kaufen oder ein PlayStation Plus Spiel, was gratis ist, runterladen möchten, können wir dort dann auch auswählen, auf welche Festplatte es soll. Soll es auf die interne Festplatte oder soll es auf die erweiterte Festplatte kommen? Ich finde, das ist wirklich mal ein Punkt, der wirklich gefehlt hat, der Sinn macht, weil die SATA-Festplatte, ja, gut, aber die Bauhöhe ist halt doof. Es gibt auch schon 4 Terabyte in 2,5 Zoll, da ist die Bauhöhe aber zu hoch, die passt in die PlayStation 4 nicht rein, egal welche, in die alte, in die Slim oder in die neue, da ist die Bauhöhe einfach zu hoch. Aber mit dem letzten System-Update kam schon die Funktion dazu, dass die PlayStation erweiterbar ist, auf bis zu 8 GB. Also nicht höher. Die Festplatte muss mindestens 200 GB haben und darf höchstens 8 Terabyte haben. Also da ist doch wirklich schon mal viel Platz. Bei der alten PlayStation ging es ja auch noch, dass man sich so den Adapter kauft. Da hat man oben, der Blue hat das, da konnte man oben die oberste Schale, was so Klavier lag, war, abmachen und so eine Erweiterung dran machen und dann konnte man auch 3,5 Zoll Festplatten benutzen. Das ist bei der natürlich bei der Slim und bei der Pro nicht möglich, weil die Festplatte da ganz woanders ist. Aber das ist jetzt natürlich eine Erweiterung der Software, was wirklich Sinn macht. Vor allen Dingen die PlayStation 4 Pro zum Beispiel, die unterstützt ja jetzt auch SATA 3. Das heißt, ihr könnt da natürlich eine SSHD oder SSD-Platte reinmachen. Und großen SSD sind natürlich richtig, richtig teuer. Also brauchen wir jetzt eigentlich nur noch eine normale 500 GB SSD für das normale Betriebssystem, für ein paar Screenshots, ein paar Anwendungen. Und alle Spiele werden dann einfach auf die externe 3.0 USB-Festplatte ausgelagert, spart den internen Speicher und wir können die komplette Schnelligkeit der SSD-Platte benutzen, beziehungsweise SSHD, weil SATA 3 ja jetzt unterstützt wird. Ich mache jetzt mal für die 5 Minuten hier noch kurzen Cut. Dann sehen wir uns gleich wieder und dann geht es weiter. Dann kann ich euch das auch mal zeigen, wie das dann aussieht, wenn das auf der externen Platte ist.
So. Und wie ihr seht, es sind nur noch 50 Sekunden Zeit. Er hat angefangen eben mit 100, also ist vor Minuten umgesprungen. Und hat angefangen mit Sekunden bei 120, 121 Sekunden oder so. Nicht wundern, wenn ihr hier komische Geräusche hört. Das ist meine Katze, die ist momentan rollig. So, und jetzt zählt er halt hier runter. Und ihr seht ja 0 von 1, weil wir haben nur ein Spiel, was wir jetzt übertragen. 0 von 1. Ihr müsst natürlich dann, wenn ihr mehrere Spiele habt, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine 2 Terabyte drin habt und ihr wollt dann, ja, die komplette 2 Terabyte Platte an Spielen auf eine externe machen, die Spiele markieren und drüber, das dauert dann halt natürlich dementsprechend lange. Es sind ja auch dann natürlich mehr Daten, die rübergehen. So, noch 25 Sekunden. Könnt jetzt halt nur noch abbrechen drücken. Abbrechen wollen wir aber nicht. Wir wollen das ja sehen, wie das aussieht, wenn es fertig ist. Oh, noch 20, also 19. Das ist auch das erste Mal, dass ich jetzt ein Spiel darauf übertrage, weil ich musste die Platte jetzt erstmal leer machen. Ich hatte keine externe, also keine leere externe Festplatte mehr. Und ihr müsst auch darauf aufpassen, ihr könnt nicht zwei Partitionen machen, dass er sagt, eine Hälfte der Festplatte für Filme oder Musik und eine Hälfte als externen Speicher. Nee, die komplette Festplatte wird dann im anderen Format formatiert und ja, in einem PlayStation 4 Format sozusagen. Und die wird dann nicht mehr vom PC anerkannt. So, eine Sekunde, eins von eins und wir sind fertig. So, hier taucht es jetzt nicht mehr auf. Und wenn wir dann hier rausgehen und hier auf den externen Speicher gehen, sehen wir, wir haben jetzt hier noch 254,6 GB frei und 39,42 GB belegt. Ja, logischerweise, da ist, hat, eigentlich ist es nur 6, noch was Gigabyte großes Spiel. Der Rest sind Updates und DLCs. Ne, DLCs habe ich nicht. Das sind Updates. Ist jetzt schon bei Version 1.3, wie ihr seht. Wir können das Spiel aber auch trotzdem jederzeit spielen. Ihr seht, das ist da noch vorhanden. Wenn ich da jetzt drauf drücke, startet das Spiel ganz normal und wir können es spielen. Die Festplatte leuchtet rot. Also ich muss schon sagen, also gut, die Festplatte, die ich jetzt verbaut habe, ist jetzt nicht die schnellste. Mit einer schnelleren externen Festplatte wird es bestimmt schneller gehen. Aber auf die paar Sekunden, also Millisekunden, die jetzt länger dauert mit der alten Platte, das kann man ja mal für das Video kurz verzichten. So, aber wie ihr seht, es startet. Können wir das auch ausmachen. Anwendung schließen. Ja. Och, Katze, weg hier. So, dann kommen wir nochmal zum Speicher. Und dann gehen wir auf Aufnahmegalerie. Und ich möchte euch jetzt mal was zeigen. Zum Beispiel hier, zum Beispiel bei, ich nehme als erstes mal How to Survive 2. Früher war das möglich, dass man mehrere Sachen gleichzeitig markiert und die dann praktisch versendet. Ich kann jetzt nur auf USB-Speichergerät kopieren. Hab jetzt natürlich keins dran. Nur die externe. Und dann könnt ihr löschen, sortieren nach, anzeigen, Informationen. So, wenn ich mir das Bild hier angucke, Informationen. So. Aber ich kann jetzt nicht mehr sagen, ich möchte hier mehrere Sachen markieren. So, gehen wir da mal rauf. Und möchte die dann verschicken. Ja? Das geht jetzt leider nicht mehr. Und Informationen klappt das auch nicht. Da habe ich nur vorher und zurück. Also könnte ich mir die verschiedenen Bilder angucken. Früher war das auch möglich, dass ich jetzt hier gesagt habe, markieren und also hier und dann mehrere auswählen konnte ich. Und dann konnte ich die. Ja, teilen, praktisch zu Twitter, zu Facebook oder was weiß ich. Das geht jetzt hier nicht mehr.
Ich kann jetzt, wie gesagt, das Anzeigen ist die gleiche Information. Ja, da seht ihr das halt die Größe und wann ich es aufgenommen habe, beziehungsweise wann dieses Trophäenbild gemacht wurde. Genau das gleiche gilt auch für Resident Evil. Ich kann mir die Bilder zwar angucken, Informationen, USB-Stick, aber ich kann jetzt nicht mehr sagen, ich möchte mehrere markieren und zu Facebook oder Twitter teilen. Kann auch sein, dass es jetzt in einem Unterpunkt versteckt ist, was ich noch nicht gefunden habe, weil ich bin ja auch gerade erst am Ausprobieren. So. Dann gehen wir mal auf Designs. Ach, teilen und übertragen könnte sein. Wir wollen gleich mal testen. So, Text kann man hier sich nochmal ändern. Das ist, glaube ich, ab dem letzten Update schon dazu gekommen. Das weiß ich gar nicht mehr. Das war vorher woanders. So. Und hier seht ihr praktisch jetzt meine normalen Designs, die ich habe. Und wenn wir ganz nach unten gehen, haben wir hier natürlich PlayStation Store und hier diese Blasen und hier die Wellen. Und hier halt nur den Hintergrund, was sie nach und nach drin gemacht hatten. Und hier haben wir jetzt ganz neue benutzerdefinierten Hintergrund. Da habe ich jetzt bei mir zum Beispiel bei Bildauswahl, kommt man dann hier zu den Bildern. Ich habe jetzt hier ein Trophäenbild genommen. Das klappt auch mit jedem x-beliebigen Screenshot, den ihr innerhalb des Spiels macht. Und dann könnt ihr da, seht ihr oben, dass dann die Leiste oben so ein bisschen abgedunkelt wird. Da wo Freunde und Party und alles steht. Seht ihr das? Ein bisschen sieht man es. Und dann könnte man natürlich hier auch eine Farbe auswählen. Ich habe es bei Blau gelassen, weil ich das ganz schön fand. Wenn wir das natürlich ändern in Gelb und übernehmen. So, dann ist natürlich auch das Menü jetzt alles hier in Gelb. Aber Gelb finde ich ein bisschen zu gelb. So, übernehmen. Teilen und übertragen. Share-Leertaste, Screenshots, Einstellungen, Übertragungseinstellungen, erweiterte Einstellungen. Ne, das ist das normale. So, mit Service verknüpfen, da sind natürlich die normalen Services mit bei. Dailymotion kam ja schon vor längerer Zeit mit dazu. Und da kann man dann halt immer noch trennen oder halt, wenn man da nicht verbunden ist, verbunden werden. Viele nehmen auch hier an, dass man, wenn man sich die PS4 gekauft hat, muss man ja einen PlayStation-Account machen. Und viele denken, hier kann man auch die PlayStation mit einem Facebook-Account einfach online stellen. Nein, dies geht nicht. Ihr müsst euch einen PSN-Account erstellen. Und ihr könnt diesen PSN-Account mit diesen verschiedenen Diensten koppeln, verbinden, um Sachen zu teilen. Um zum Beispiel, wenn man einen Livestream macht, dass es halt auch zu Twitter geht, dass, ey, der macht einen Livestream oder sonst was dergleichen. Das geht alles. Ihr könnt aber nicht einen Facebook-Account nehmen und sagen, bumm, den gebe ich auf der PlayStation ein, Twitter oder ein Twitter-Account und kann dann auch in den PlayStation Store rein und so. Das ist Blödsinn, das geht absolut nicht. So. Und das war eigentlich schon, was ich jetzt so im ersten Augenblick gefunden hatte und worauf ich mich auch am meisten gefreut hatte mit der Festplatte. Ja, leider mit dem Teilen, das funktioniert jetzt nicht mehr so. Finde ich natürlich auch extrem schade. Ich zeige euch das auch nochmal als Beweis. So, ich bin jetzt hier bei Version 4.50 Beta 3. Vorher war es Beta 2, hatte ich ja schon mal Bilder gepostet. Ich könnte jetzt auch jederzeit auf die normale Softwareversion wieder umschwenken. Aber ich bleibe natürlich bei der Beta-Version, um sie weiter zu testen. Bis jetzt habe ich keine negativen Einflüsse gefunden. Es startet alles gut, ein bisschen langsamer ist es momentan, habt ihr ja mitgekriegt, als die offizielle Software. Aber sonst keine Abstürze, kein gar nichts. Wie viele Beta-Versionen jetzt da noch kommen, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wann es für euch frei wird und das offizielle 4.5-Update kommt. Das kann ich euch echt nicht verraten. Ich halte euch aber auf jeden Fall auf dem Laufenden.
Und vielleicht finde ich das ja auch noch mit dem Teilen, dass man doch wirklich noch mehrere Sachen teilen kann. So, dann würde ich mich jetzt hier auch erstmal verabschieden. Ich hoffe, hat euch gefallen, dieser kleine Einblick in die aktuelle Software, also Beta-Software 4.5.0 Beta 3. Wenn ihr da noch Fragen habt oder was wissen möchtet, ob das noch da ist oder so, einfach in die Kommentare posten. Ich gucke nach und kann euch dann sagen, ob das da ist, ob es nicht da ist und wie es jetzt aussieht, weil ich habe noch nicht geschafft, alles nachzugucken. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin. Noch kurz erwähnt, habe ich ganz vergessen, bevor das Video wirklich endet. Ich habe euch das auf der normalen PS4 gezeigt, auf der ersten Version der PlayStation 4. So wird es auch auf der Slim aussehen. Auf der PlayStation 4 Pro gibt es natürlich noch einen weiteren Menüpunkt, den ich momentan nicht zeigen kann, da meine PS4 Pro noch nicht da ist. Ich habe sie bestellt, die kommt in den nächsten Tagen, hoffe ich doch. Da gibt es auch einen Menüpunkt, der heißt PS4 Boost. Das heißt, so viel Spiele, die nicht den PS4 Patch bekommen, um 4K zu sein, kann man mit diesem ja, PS4 Boost die Grafik nochmal was boosten, was aufhübschen. Ich konnte es noch nicht testen, ich werde es versuchen, sobald meine PS4 Pro da ist, zu testen und werde dazu natürlich auch ein Video machen. Das war es jetzt aber auch wirklich. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Ja, ich bin dann erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.